Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Online. Ja, wir waren so ein bisschen auf der Suche nach Tierchen. Ich hätte noch die Idee gehabt, dass wir vielleicht mal so eine Herald-Mission probieren. Wir sind ja nämlich gerade noch in der Nähe, bevor wir nördlich reisen. Mal gucken, was sie uns eigentlich anzubieten hat. Und ja, hier hat jemand wohl wild um sich geschossen. Also es würde vielleicht auch noch mal helfen, ein bisschen den Rang zu leveln und sowas. Und wir haben sie ja noch gar nicht gemacht. Und dann können wir ja noch immer Proben sammeln. Im Norden gibt es wahrscheinlich auch noch mal ganz andere Tiere. Ich glaube, Sets war doch auch der Fall, ja. Ich bin manchmal ein bisschen doof. Ich bin knallhart dran vorbeigeritten, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Nimm mal eine Möhre. Nimm mal Möhrchen. Und ich esse ein saftiges Steak. Große Wildfleisch. Mmm, lecker. So, dann ab zu Harriet. Hoffentlich ohne Probleme. War da jemand? Oder warum bin ich zur Seite geflogen? Ja, das weiß ich. Apropos. Warte mal, wie kann man nochmal ein Lager aufmachen? L? Nein. E? E ausruhen. Herstellen. So. Wir können Munition herstellen. Ja. Oh, können wir sogar locker machen. Einmal sind gut was, was wir da haben. Was? Einen? Okay, man kann entweder oder. Herzlichen Glückwunsch, man kann immer ein oder zwei herstellen oder was? Nee, man kann hier die ganze Zeit drücken, okay. Sechs Stück. Wow. Da kaufe ich die lieber bei ihr, ganz ehrlich. Sorry. You've been on your best behavior, I'm told. So. Maximum kaufen, zack. These are essential. Be careful using them on small animals, mind. Ja, das haben wir schon verstanden. Okay, if that's it. Ich wollte noch was kurz gucken. Oh. Hört dich irgendwie. Ich will mal nur kurz gucken. Okay. Dann warten wir einfach mal ab und ja. Also man kann auch mehrfach anscheinend eine Probe sammeln. Och nö, Naturkundler Rang 5. Okay. Und ich dachte schon, wir werden einmal irgendwie cool dabei. Okay. Ab geht's nach Norden. Da machen wir dann die nächste Mission. Ich krieg ein zu viel. Das ist ja der Wahnsinn, hey. So. Man kriegt auch ein bisschen Geld dafür. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein Alligator. Ist der Bruder von Alibaba Express. Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser, Leute. Vergesst es. Ihr könnt mir so viele Sachen erzählen, wie ihr wollt. Okay. Jetzt können wir mal ein bisschen laufen und gucken. Da war irgendwas in der Luft. Ein Bus aus. Könnte ich diesen Bussard runterholen? Ich weiß nicht, weil das ist ja ein bisschen größeres Tierchen. Okay, es ist tot. Automatisch. Schade. Ich hab gehofft, dass es nicht direkt tot ist, aber... Gut, also nicht mal einen Bussard können wir mitnehmen. Alles klar. Ist ja nicht so, das... Ist ja nicht so. Upf, upf, upf. Danke.
Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, wir haben hier große Tiere gerade gehört. Solange jetzt hier kein Puma rauskommt. Das war ein fallendes Hölzchen. So. Da war was. Eine Bisamratte. Die Bisamratte schläft gleich ein. Feini. Es sind sogar zwei jetzt. Da vorne. Wir können sie einfach gleich laufen lassen, das ist okay. Ich würde nicht immer einen Tierwecker verwenden. Vielleicht nur bei großen. Problem. Die rennen gleich eh los. Alles gut. Ah, Johannisbeeren. Sehr schön. Und noch eine goldene Johannisbeere. Wir sind hier, oder? Ja. Es bewegt sich. Zumindest. Wir müssen gucken, dass wir es gut erwischen. Ein Weißleder. Makellos sogar. Okay, wir müssen die Fährte verfolgen. Ich hätte es verfolgen sollen, ne? Ich trottel. Ich habe nicht verfolgen gedrückt. Es kann es halt überall hin sein. Gut. Damit hat sich's. Also beim nächsten Mal merken, Alex, direkt markieren erstmal. Damit es nicht wegrennen kann. Was sind wir denn da? Ja, wir haben ein Hörnchen. Ich glaube, es ist gerade weggerannt. Ja. Ein Hörnchen. Oh, Kill. Ja, aber eine Bisamratte geht. Bäh. Ist ja wieder zum Weinen. Schade, dass es nicht stärkere Betäubungsmunition gibt. Also, dass man quasi die Dosierung einstellen kann. Das war eigentlich ein cooles Feature, aber naja, da musst du halt immer wieder Munition... Ja, wobei, ist wahrscheinlich gar nicht mal so schwer. Aber cool wär's. Hier ist ein Hochstand, oder? Oder sowas in die Richtung. Ne, das ist kein Hochstand, aber wir können trotzdem hier hoch. Von hier aus gucken, was es so gibt. Zum Beispiel den Silberfuchs. Ihm hinterher. Der ist flotter weg als sonst was.
Ein schöner Silberfuchs, aber den finde ich nie wieder. Muss mir irgendwie überlegen, wie ich die besser fangen kann, weil... Naja. Es klappt nicht so ganz. Und ein paar Level will ich dann schon machen mit dem... mit dem... Job hier, mit dem Beruf. Nein. Hier ist auch nichts. Na, das hat sich jetzt getroffen. Töten sind ist einfach. Oh ja. Natürlich treffe ich nicht einen von denen. Boah, sind die furchtbar schnell. Die kriegst du nie wieder. Die sind weg. Die Fährte ist weg. Ja, das, ich war da ein bisschen zu lahm. Das war ja jetzt mehr oder weniger so der Versuch, nochmal schnell zu reagieren, aber... Vielleicht hätte ich die ja nochmal getroffen. Boah, ist schon hübsch, oder? Sag mal. Boah, ist das hübsch. Können wir da runter unbeschadet? Vielleicht da vorne wieder. Ein kleines Hörnchen. Was sind da? Wer ist es da? Das ist ein gemeines Hörnchen. Ich gemein. Gottes Buschelschwänzchen. Irgendwo was Großes. So, dann gucken wir mal oben. Hallo. Oh. Den Fuchs zu verfolgen, das wäre Wahnsinn. Also wenn wir das schaffen würden. Ganz ruhig. Es könnte... Stopp! Das schaffen wir es. Jo, zwei Treffer. Jetzt ist müde. Hui, Füchschen, du bist mir. Nur eine kleine Probe von dir. Ich will dir nichts Böses. Kleiner Fuchsi. Und Abfahrt. Komm, renn. Lass mich nicht überfahren. Überreiten. Überfahren. Mit einem Auto. Okay. Da unten hat sich was bewegt. Das sind wahrscheinlich wieder Bisamratten. Ein Grauhörnchen. Okay. Auf einer Brücke könnte man wahrscheinlich mehr sehen.
Es darf noch kein Zug kommen. Wobei, hier kann man immer noch mal runterspringen. Oder da unten. Und überlebt das. Sehr gut. Okay. Finden wir was? Da ist nichts. Da ist nichts. Wir könnten ja mal einen Köder auslegen. Haben wir ja Glück. Von der Brücke aus könnte man es gut sehen. Also Brücke, ihr wisst, was ich meine. Das schaffe ich so nicht. Oder von weiter hinten, das würde auch gehen. Quasi von hier dann oder so. Da kommt ein Pferd. Ja, natürlich die Axt rausholen fürs Pferd. Ein Tennessee Walker kommt. Ein hübscher. Ein Rotkardinal. Ach da. Ein Rotkardinal, wie süß. Mal schauen, ob ich ihn von näher sehen kann. Wie ist er denn? No. Herrscher von Gegenständen benutzt, benutzt einen Bogenkleintiefer, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Will ich gar nicht. Eine Stockente. Und eine Pekingente. Wahrscheinlich Fische. Na, guck mal, eine Krähe. Frösche scheint es ja auch irgendwo zu geben. Können immer ein bisschen hier am Fluss entlang. Hier ist nichts. Ein Biber. Der ist aber flott. Aber bitte, bitte, bitte nicht ertrinken. Warte mal, kann ich den irgendwie ranholen? Alles gut. Kann ich den nicht mitnehmen? Okay, nein, kann ich nicht. Schade. Kann ich mich nur... Moment. Kann mich nur dafür einsetzen, dass der Biber an die Seite kommt. Hey. Hey, kleiner Mann. Na komm. Zum Glück bist du nicht ertrunken. Abfahrt. Viel Spaß im Wasser. Man hat es gerettet. Kleines. So. Gehen wir nochmal rüber. Können wir nochmal Kletterwurzel mitnehmen? Ich glaube, hatten wir auch schon alles. Ja, Klettenwurzel. Nicht Kletterwurz, sondern Klettenwurzel. Ja, schön. Das sind zwei Reiterchen. Die interessieren mich relativ wenig. Mhm.
Stopp. Der schläft gleich ein. Da ist er doch. Hi. Da vorne irgendwo hier. Ja, schön. Probe nehmen. Diesmal ist es der Silberfuchs. Und gleich wieder rennen lassen. 6 von 13. Okay. Tschüss gehen. Okay. Das sind natürlich noch Füchse und noch was mehr. Biber wahrscheinlich. Oder Raccoons. So, ich bin hier noch unterwegs mit der Uhrzeit. Ich würde gerne mal ein Großwild wieder erlegen. Also nicht erlegen, sondern ihr wisst, was ich... Was ist denn da vorne? War da nicht was? Nee. Vielleicht war es nur dieses... Zeichen, dass da was... unläuft. Ich glaube, sonst finden wir erstmal nichts und würden uns dann in der nächsten Folge sehen. Von daher, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.